wir sind jetzt erstmal eingecheckt, unser Flieger geht jetzt erstmal. Wenn wir von Singapur wegkommen, dann sind wir erstmal in London. Und von da aus sollte es eigentlich kein Problem sein. Wenn wir schwimmen müssen. Und wenn wir schwimmen müssen, genau. Einen wunderschönen guten Morgen am 23. März 2020. Morgen. Abreisetag. Wir sind heute Morgen um 4:30 aufgestanden, um hier früh genug, also um 6 Uhr in Brisbane zu sein, hier noch so ein paar Sachen zu sehen. Wir sind wieder im Botanic Garden, wir sind wieder bei Planten und Blumen in Brisbane. Ihr kennt die Geschichte. Unser Flieger geht um 11.50 Uhr, deswegen gehen wir bald den Camper bei Apollo ab. Kurz nochmal hier durch den Garden gehen, über eine Brücke, ein bisschen die Skyline hier gucken und dann geht's schon los. So, kurz durch Brisbane getourt, jetzt hier bei Apollo Motorhomes unseren Willy, so haben wir ihn genannt, abgeben, alles leergeräumt, jetzt geht's auf zum Airport. Vielen Dank an alle zu Hause, die uns hier auf dem Laufenden halten. Qantas storniert gerade alle Flüge ab Ende März. Wir hoffen, dass wir da gleich noch wegkommen. Sieht aber ganz gut aus. Genau, wir sind guter Dinge. Genau. Jetzt müssen wir mit dem Gewicht hier gucken beim Gepäck, mit dem Taxi zum Airport und dann geht's los. Genau. Ein letzter Check und dann geht's los. Tschüss, Willy. Alles gut hier. Ja, ganz treuer Begleiter. Gut durch die Zeit gebracht. Ich blende hier mal ein, wie viele Kilometer wir gefahren sind insgesamt. Das rechne ich nachher mal aus. Und hat echt wunderbar geklappt. Ja. Apollo können wir nur empfehlen. Daumen hoch. So Leute, und so sieht ein, sag ich mal, Geisterflughafen aus. Brisbane, der Taxifahrer hat gerade schon gesagt, hier ist eigentlich ziemlich viel los. So sieht es jetzt mit Corona aus. Wir haben leider keinen Mundschutz, aber gut, wir müssen jetzt aufpassen. So, wir haben eingecheckt und eben hat sie uns gesagt, wir kommen heute Abend in Singapur-Zeit, 23.15 Uhr geht da unser Flieger, anstatt 23.55 Uhr, weil ab 0 Uhr heute Abend schließen sie dort den kompletten Flughafen. Kompletter Shutdown, also wir haben einfach nur fucking Glück. Deswegen fliegen wir auch eher. Ja, deswegen ist unser Flug eine halbe Stunde nach vorne gezogen worden. Wir sind jetzt erstmal eingecheckt, unser Flieger geht jetzt erstmal. Wenn wir von Singapur wegkommen, dann sind wir erstmal in London. Von da aus sollte es eigentlich kein Problem sein. Wenn wir schwimmen müssen. Und wenn wir schwimmen müssen, genau. Wir gucken jetzt erstmal und warten auf unseren Flug. Zum Glück ist unser nicht gecancelt. Ein Glück. Wenn man mehr als 4 Stunden Aufenthalt hier hat, man kann immer mit diesem Travelator fahren. Und das einfach immer im Kreis. Das wird doch eigentlich nicht langweilig. Naja, eigentlich halt, ne? So, und jetzt in London haben wir hier schon wieder Zeit totgeschlagen, aber ganz gut genutzt, haben alle Freunde, Verwandte über die Verlobung aufgeklärt. Gleich geht's los, unser letzter Flug geht anscheinend auch. Von daher, wir haben Glück gehabt, wir sind in letzter Sekunde nach Deutschland gekommen. Wir melden uns nachher aber trotzdem nochmal. Ja. Zu Hause angekommen, back in Hamburg, back at home. Sweet. Nee,
ist geil. Home Sweet Home. Home so Sweet Home. Wir sind da. Wir haben es also doch geschafft. Wir sind zu Hause. Und das eine Woche früher, als es eigentlich geplant war. Wir durften jedoch 4 wundervolle Wochen lang Down Under erleben. Gestartet sind wir auf Tasmanien, wo wir nicht nur tolle Tiere beobachtet und spektakuläre Landschaften entdeckt haben. Nein, für uns ist die wunderschöne Wineglass Bay nun ein ganz besonderer Ort. Der Ort unserer Verlobung. Wir ließen Tasmanien hinter uns und starteten unsere Camper-Tour an der australischen Süd- und Ostküste. Nachdem wir in Adelaide unseren Camper Willy übernommen hatten, kam ein weiteres Highlight auf uns zu. Eine 2-tägige Entdeckungstour über Kangaroo Island. Dort entdeckten wir unseren ersten Koala. Weiter ging es an der Südküste bis zur Great Ocean Road. Ein weiteres tolles Erlebnis bei allerbestem Wetter. Nach einer Erkundungstour quer durch Melbourne hatten wir im Wilson's Promontory National Park nicht nur eine ganz besondere Begegnung mit einem kleinen Wombat, sondern auch einen der spektakulärsten Ausblicke unserer Reise. An der Ostküste entlang fuhren wir immer weiter Richtung Norden, bis wir nach Sydney gelangten. Eine tolle Stadt mit den atemberaubenden Blue Mountains unweit dieser Metropole, die wir natürlich auch nicht verpassen durften. In Port Macquarie dann haben wir den kleinen Paul und die süße Anwin adoptiert. Der australischen Surfkultur begegneten wir unter anderem in Byron Bay und Noosa Heads. Unser letztes großes Highlight war neben dem leckeren Eis in Hervey Bay eine Tour über Fraser Island, wo wir eine einzigartige Natur sowie wilde Dingos sehen konnten. Während unserer 4-wöchigen Entdeckungsreise über den roten Kontinent haben wir unglaublich schöne Erfahrungen sammeln können und haben Dinge erlebt, die uns für immer in Erinnerung bleiben werden. Danke, dass du uns auf dieser wundervollen Reise begleitet hast. Es hat dir hoffentlich auch nur annähernd so viel Spaß bereitet wie uns. Mein ganz persönlicher, riesengroßer Dank gilt meiner Verlobten Melissa. Ohne deine Geduld, deine Hingabe und Mühen wäre meine Leidenschaft, diese Videos zu produzieren, überhaupt gar nicht möglich. Und dafür liebe ich dich über alles. Stay adventurous, my friends, denn schon bald heißt es wieder einen wunderschönen guten Morgen.